und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute mal ein Video für euch, das ich jetzt einfach mal nenne Lieblings... Und zwar werde ich euch in diesem Video sagen, was mein Lieblingsessen, mein Lieblingsfilm, mein Lieblingsort, mein Lieblingsplatz, mein Lieblingsschauspieler und sowas alles ist. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran und ich fange direkt mal an. Mein Lieblingsfilm heißt 3 Meter über den Himmel und das ist ein spanischer Film, worum es geht, dass er ein Vorbestrafter ist und sie aus einem wohlhabenden Haus kommt und die beiden sich ineinander verlieben. Und das ist die Geschichte darum und der ist wirklich so, so süß gemacht. Also falls ihr den nicht kennt, müsst ihr euch ihn unbedingt angucken, aber das ist auf jeden Fall mein Lieblingsfilm. Mein Lieblingsessen ist Königsberger Klopse Grießbrei oder Spaghetti Bolognese ohne Zwiebeln. Meine Lieblingssüßigkeit, die ich früher als Kind auch schon super gerne gegessen habe, sind einmal Schokorosinen. Für alle, die es nicht kennen, das sind so Rosinen in Schoko umhüllt. Und ich liebe diese einfach. Und genau, das sind meine Lieblingssüßigkeiten. Mein Lieblingsschauspieler ist Channing Tatum, Elias Mbarek oder Taylor Lautner. Und meine Lieblingsschauspielerin ist Lily Collins. Meine Lieblingszahl ist die Zahl 5. Mein Lieblingsland ist, wo ich von klein auf schon hinfahre, was einfach wie für mich ein zweites Zuhause ist, und zwar Kroatien. Aber meine Lieblingsstadt hingegen ist Florenz. Mein absoluter Lieblingssänger ist Shawn Mendes. Ich liebe ihn einfach und er ist einfach auch noch so unfassbar hübsch und das ist auf jeden Fall mein Lieblingssänger und zu ihm gehe ich ja auch zu einem Konzert und darauf freue ich mich auch schon sehr. Das Lady Million ist mein Lieblingsparfüm. Meine Lieblingsserie hingegen ist Pretty Little Liars. Und meine absolute Lieblingsfarbe ist Rosé, Altrosa oder auch Beige. So, und das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr mir dafür gerne einen Daumen hoch geben. Und ich hoffe einfach, dass ihr mich jetzt dadurch auch mal vielleicht ein bisschen besser kennt. Wenn nicht wollt, kann ich auch sehr gerne einen 20 Facts About Me Tag machen. Und ja, deswegen, ich hoffe einfach, dass euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!